Wenn ich, wenn ich die wirkliche Wahrheit erzählen soll, jetzt noch nicht aufnehmen. Doch, können Sie uns sagen. Nein. Alles Gute. Vielen Dank, das sieht sehr gut aus. Für mich als Journalisten gilt, ich möchte natürlich, dass 80% meiner Leser mich verstehen. 100% kann man nicht erreichen, aber 80. Und eigentlich sollte ein Pfarrer in der Kirche denselben Ehrgeiz haben. Aber da gibt es also Sätze von einer Kompliziertheit mit lateinischen Wörtern, akademischen Imponiervokabeln aufgeladen. Das ist einer Saugaust, wie man auf Bayerisch sagt. Ja. Wenn Sie sich jetzt so den christlichen Journalismus mal anschauen, Sie selber sagen ja, Sie sind Atheist. Wenn Sie jetzt den christlichen Journalismus anschauen im Vergleich zu dem säkularen Journalismus, erkennen Sie da Qualitätsunterschiede? Nein, soweit dort journalistisch geschrieben wird, ich kriege also hin und wieder eine evangelische Zeitschrift zugeschickt, aber ich habe keine abonniert, erkenne ich keinen Unterschied, soweit es von den Journalisten stammt. Aber wenn der Journalist in die Lage kommt, eine grauenvolle Predigt wiederzugeben, dann ist die Frage, inwieweit er noch dafür haftet. Die Freiheit zu sagen, das drucke ich nicht, die hätte der Journalist bei der Tageszeitung, aber Sie haben die Freiheit nicht. Also soweit Sie selber schreiben, erkenne ich keinen Unterschied, aber manchmal müssen Sie leider schlimme Vorlagen wiedergeben und da bedauere ich Sie. Die Apostolizität hat 6 Silben. Das Eucharistieverständnis, auf das ich vor ein paar Tagen stieß, hat sogar 7 Silben und kybernetisch-missionarisch zusammen 8. Ein Wort ist aber umso verständlicher und umso kraftvoller, je weniger Silben es hat. Das sagt die Stilistik, das sagt eine exakte Wissenschaft namens Verständlichkeitsforschung. Ein 6-silbiges Wort habe ich in der Lutherbibel gefunden: Erhebe dein Gebet für die Übriggebliebenen. 2. Könige 19. In den 111 Versen der Bergpredigt aber gibt es nicht mal ein 5-silbiges Wort, kein einziges. Die längsten sind 4-silbig, davon 21. 21 4-Silber auf 2500 Wörter heißt weniger als 1%. Und was sind das für 4-Silber? Die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Ungerechten. Dazu starke 4-silbige Verben wie widerstreben, ehebrechen, ausposaunen. Na, für ein so schönes, kraftvolles Wort mit roten Backen wie ausposaunen darf man mal 4 Silben verwenden. 1 Silber in jedem Fall sind das Größte. Wir sind aus 1 Silber gemacht, Haut und Haar, Kopf und Fuß. Wir wohnen in 1 Silbern, Haus und Herd, Tisch und Bett. Wir sind umgeben von 1 Silbern, Feld und Wald, Stall und Kuh. Und das Auffallendste, das finde ich mich wirklich beeindruckend daran, ist, die großen Gefühle sind mit 3 in der Stilistik bekannten Ausnahmen, Hunger, Liebe, Eifersucht, alle 1 silbig benannt. Hass, Neid, Geiz, Gier, Wut, Angst, Scham, Schmach, Schuld, Leid, Pein, Qual, Schmerz, Glück, Lust, alles 1 Silber, Hunger, Liebe, Eifersucht und sonst findet an großen Gefühlen nichts statt. 4-silbige große Gefühle gibt es nicht. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über, 1 2-Silber. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, 1 2-Silber. Goethe, Schluss der Ballade vom Fischer. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war es um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. In einer Kette von mehr als 20 Einsilbern durch 2 2-Silber unterbrochen, das häufig als melodiösester Bestandteil der deutschen Sprache geschriebene Gedicht. Schiller, da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut und wirft sich 19 Einsilber hintereinander, hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom und ein Gott hat Erbarmen. Statistik, 30 Wörter, 25 davon 1-silbig, gleich 83%. Dazu ganze 3 2-Silber und 2 3-Silber, nämlich gewaltig und Erbarmen. Schiller und frei erkläre ich alle meine Knechte und eben nicht akademisch versaubeutelt. Die Abhängigkeitsverhältnisse meines Dienstpersonals werden hiermit aufgehoben. Nein, und frei erkläre ich alle meine Knechte, das ist Luther, das ist Schiller, das ist Deutsch. Nur so möge man predigen und nur so sollten Sie, soweit die Vorlage es zulässt, schreiben.